Hallo, wir wollen eine Pyramide zeichnen, genauer gesagt ein Schrägbild einer Pyramide. Und da habe ich mal ein bisschen Aufgabentext vorbereitet. Das ist noch nicht alles, da kommt noch mehr. Der Aufgabentext lehnt sich so in der Art der Formulierung im Stil etwas den Bayern-Aufgaben an. Also Abschlussprüfung, Realschule in Bayern. Ja, und das kann ich da erwarten, aber auch sonst in der Bundesrepublik, in Deutschland, darf man solche Aufgaben ruhig verstehen. Wir haben folgende Situation: Das Rechteck ABCD mit AB gleich 7 cm und BC gleich 14 cm ist Grundfläche einer Pyramide ABCDS, deren Spitze senkrecht über dem Diagonalschnittpunkt M von ABCD liegt. Es gilt, das habe ich hier nicht mehr hingekriegt, MS gleich 10 cm. So, das sind die einen Angaben. Es geht gleich weiter mit. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.